Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben heute quasi den letzten regulären Vortrag im Rahmen der Rieser Kulturtage. Der 30. ist es heute. Morgen ist ja dann um 19 Uhr der etwas offiziellere, feierlichere Abschluss mit einem Vortrag von der Frau Fuchs aus Bopfingen. Und am Montag noch obendrauf das Familienforschertreffen, das normalerweise in Erlingshofen immer stattfindet, von den nordschwäbischen Familien- und Heimatforschern und das in Zusammenarbeit mit den Rieser Kulturtagen auch stattfindet. Also heute quasi schon ein bisschen Wehmut und es hat mich gefreut, dass immer so viele Teilnehmer dabei waren, dass Sie sich immer so zahlreich eingeschaltet haben. Sie können, haben es ja gehört, viele Sachen auf YouTube nachhören, auch andere Dinge vom Kunstmuseum Wemding oder andere Dinge, die außer der Reihe auch produziert worden sind, sind teilweise auf YouTube mit eingestellt. Und ja, wir machen uns in der nächsten Zeit natürlich auch Gedanken, wie es weitergehen wird, wie man Kulturtage in Zukunft machen wird, ob es vielleicht ein jedes Jahr stattfindendes Veranstaltungsprogramm geben wird oder wie das auch immer aussehen wird. Wir wissen es selber noch nicht genau. Es gibt ein paar Ideen, aber ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen auch konkretisieren. Heute hören wir den Dr. Josef Hopfensitz zum Thema Klosterkirche in Meiningen. Wir hatten ja schon 2019 das 300-jährige Jubiläum der Klosterkirche. Es hat aus den bekannten Gründen jetzt immer nicht funktioniert, hier einen würdigen Vortragsabend zu veranstalten. Und deswegen werden wir das heute in dieser Form hören. Ich freue mich schon auf die Ausführungen und gebe dann gleich weiter an den Josef. Im Norden der Diözese Augsburg hatte das Maiinger Kloster des Franziskanerordens eine erhebliche Bedeutung für die Seelsorge. Sein Einzugsbereich erstreckte sich vom katholisch verbliebenen Ostwestteil der Grafschaft Oettingen über das Ries hinaus bis nach Schwäbisch Gmünd. Von daher ist die hohe Zahl der jährlich in der Klosterkirche gezählten Sakramentenempfänger von gewöhnlich 20.000 bis 23.000 verständlich. Der Maiinger Konvent bildete zusammen mit Klöstern vom Elsass über die Schweiz bis nach Würzburg und Regensburg die oberdeutsche Ordensprovinz. Innerhalb der zahlreichen Klöster fand ein lebendiger Austausch von Personen und philosophisch-theologischen Studien statt. Die Weihe einer neuen Ordenskirche bedeutete in diesem Rahmen und natürlich für die ganze Region ein epochales Ereignis. Und noch nach 3 Jahrhunderten ist diese Kirche ein vielbesuchtes Wahrzeichen für Glauben und Kunst und auch für eine besondere Orgelmusik. Nachdem sich das Kloster von der finanziellen Anstrengungen, Mensch, nachdem sich das Kloster von den finanziellen Anstrengungen des Konventbaus 1703 bis 7 erholt hatte, entstand unter dem tatkräftigen Guardian Hermann Partenschlag der Plan für einen Abbruch der Birgittenkirche von 1472 und für den Neubau einer größeren Kirche. Es war die prächtige Zeit des barocken Kirchenbaus. Damals entstand die Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg ob Ellwangen, die Kirche von Heiligkreuz in Donauwörth und schließlich die ebenfalls berühmte Wallfahrtskirche bei Wemding. Mit ihnen verbindet Maihingen der Vorarlberger Baustil. Nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges hatten ein starkes Bevölkerungswachstum und eine Erholung der Wirtschaft stattgefunden. Nicht zuletzt ließ die relative Ferne der damaligen Kriege ein optimistisches Lebensgefühl aufkommen, sodass ein regelrechter Bauboom entstand.
Bei dem gefühlten Wohlstand und Frieden erschienen die Risiken großer Bauvorhaben überschaubar. Kein Wunder also, wenn auch unser Kloster die allgemeine Aufbruchstimmung teilte und im Lauf der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts seine gesamten Gebäude inner- und außerhalb der Mauern von Grund auf neu erbaute oder wenigstens gründlich sanierte. Man darf auch nicht vergessen, dass der letzte große Bauboom im 15. Jahrhundert stattgefunden hatte und die Maiinger Gebäude also schon ca. 250 Jahre alt waren. Die feierliche Zeremonie der Grundsteinlegung der Klosterkirche vollzog am 7. Juni 1712 der Dekan des Wallersteiner Kapitels Ignaz Stahl zu Dinkelsbühl im Auftrag des Diözesanbischofs Alexander Sigmund von Pfalz-Neuburg, und zwar an der westlichen Ecke des Klosterareals nahe der Tordurchfahrt. Das bedeutete eine Verlängerung und Verbreiterung der Vorgängerkirche, auch wenn genaue Maße fehlen und der überlieferte Stich von 1696 ohne Angaben ist. Hier also die Vorgängerkirche, die von den Birgitten bis 1472 erbaut worden ist, dazu auch rechts das Gebäude des heutigen Bauernmuseums. Stichhaltige Begründungen für einen Neubau gab es offensichtlich genug. Man wies auf ein untaugliches Fundament und die deshalb, Zitat, auseinandergewichenen Mauern hin und auf einen, Zitat, völlig verfaulten Dachstuhl, sodass, Zitat, große Lebensgefahr drohte. Diese sicherlich etwas übertriebenen Formulierungen seien verziehen, denn genauso hatte schon die Begründung für den Neubau des Klosters gelautet und ebenso hatte man bereits vor über 100 Jahren, also 1607, bei der Übernahme des Klosters durch die Minoriten geklagt. Die Bauarbeiten bildeten wegen des labilen Untergrunds im Schwemmland der Mauch mit hoch anstehendem Grundwasser eine eminente Herausforderung. Zahllose gespitzte Planken mussten in den Untergrund gerammt werden, um später die gewaltigen Mauern tragen zu können. Das alles erfolgte mit einer solchen Präzision übrigens, dass sich erst bei der letzten Renovierung 1979 bis 1983 leichte Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk zeigten, die aber per Zugstangen oberhalb der Emporen reguliert werden konnten. Der Bau von Kloster und Kirche bedeutete ein willkommenes Konjunkturprogramm für die ganze Gegend. Es werden zwar keine Arbeiterzahlen genannt, es ist aber klar, dass man viele Arbeiter in den Steinbrüchen als Fuhrleute und nicht weniger als Handlanger vor Ort und dass man zum Beispiel für das Fällen von Bäumen, das Bearbeiten der Stämme etwa für Balken, Gerüste und die Dachkonstruktion viele Zimmerleute benötigte. An der Kirche führten der Zimmermeister Johann Sonderholzer und der ebenfalls aus Hochaltingen stammende Maurermeister Kaspar Buchmüller Regie, unterstützt von Maurern aus Vorarlberg. Weil Buchmüller aber nicht schnell genug vorankam, wurde er 1718 durch billigere und raschere Maurer ersetzt. Die Kosten des Rohbaus beliefen sich auf 9.812 Gulden. Mit über 6.000 Gulden bildeten die Maurerlöhne den weitaus größten Anteil. Angesichts des mächtigen Bauwerks und damals noch ohne die aufwendige Innenausstattung sehr wohl verständlich. Dabei konnte das Kloster auf die eigenen Wälder und auf Steinbrüche am klostereigenen Mühlberg und im eigenen Drittel des Klosterbergs zurückgreifen. Der klösterliche Ziegelstadel trug mit 208.000 Backsteinen und fast 100.000 Dachplatten und 5.600 Malter Kalk wesentlich zum Bau bei.
Den barocken Baustil prägten in Süddeutschland die hervorragenden Architekten aus dem Vorarlberger Land, besonders die verzweigten Familien der Tump, Moosbrugger und Beer. Geht das nicht weg? Beinahe. Der Ordensbruder Ulrich Beer entwarf einen nach Osten orientierten, einschiffigen Bau im Wandpfeilerschema mit zum Hochaltar ausgerichteten Seitenaltären und mit Nischen für Heiligenfiguren, mit einer umlaufenden Empore und einer angedeuteten Vierung vor dem Chorraum. Dieser hebt sich nur durch eine Stufe vom Niveau des Schiffs ab und betont damit die Volkskirche des Seelsorgeordens der Franziskaner. Nach Ulrich Beers Tod anno 1714 leitete der Ordensbruder Cajetan Kegelsberger die Arbeiten. Die genannten Meister aus Hochaltingen führten sie fort und errichteten schließlich die Kirche mit ca. 58 Meter Länge, 23 Meter Breite und 28 Meter Höhe. Leider sind die Aufzeichnungen über den Ablauf der Bauarbeiten in den ersten 4 Jahren sehr, sehr spärlich. Und auch die Rechnungsakten erlauben keinen eindeutigen Rückschluss auf die Zahl der beteiligten Kräfte oder auf ihre Versorgung mit Brot, Fleisch und Bier oder über die Höhe der Löhne oder gar über Unfälle oder sonstige Widrigkeiten. Wir können uns aber auf jeden Fall eine riesige Baustelle mit fleißigen Arbeitern vorstellen und wie die Gerüste und Mauern allmählich emporwuchsen. Das Jahr 1717 brachte am Neubau die ersten Abschlüsse. Im April konnten die Maurer das Gewölbe über dem Chor und im Oktober das über dem Langhaus schließen, sodass im Innenbereich die Arbeiten im Trockenen und bis in die kalte Jahreszeit hinein weiterlaufen konnten. Im selben Jahr wurde auch der 64 Meter hohe Turm fertiggestellt und am 19. Oktober erklangen dort erstmals wieder die alten 3 Glocken. Angesichts der hohen finanziellen Belastung wollte sich auch der Generalvisitator des Ordens, Velius Maria Mangili von Bergamo, in einer außerordentlichen Visitation der Zustände im Maihinger Konvent vergewissern und kam daher im April 1717 nach Maihingen. Nach eingehender Prüfung stellten er und die Kommission fest, dass alles, was Gottesdienste und religiöses Leben betraf und insbesondere was zur Wirtschaftsweise des Konvents gehörte, im besten Zustand angetroffen wurde, sodass die Mönche höchstes Lob erhielten. Die Arbeiten konnten also mit seinem Segen fortgesetzt werden. Die Finanzierung der Kirche bewog bezüglich der übergroßen Anwendungen für den Bau den Gardian Raimund Lemmermeier im Jahr 1718 zu besonderen Schritten. Er wandte sich an den hochwürdigsten Reichsfürsten, den Bischof von Augsburg, um die Zustimmung zu einer Kollektur, das heißt der Erlaubnis, in Diözese und Hochstift für den Kirchenbau in Maihingen zu sammeln. Dafür möge er einen Pater seines Konvents mit einem Sammlungspatent ausstatten, damit er, Zitat, in dero Hochstiftslanden Geld sammeln könne. Die Fertigstellung des inzwischen schon bis unter das Dach gebrachten neuen Kirchenbaus hat, Zitat, unser armes Kloster erschöpft. So verwundert es nicht, dass der Absender den Reichsfürsten darum bittet, Zitat, gnädig ist, einen beliebigen Beischuss zu geben, wofür er selbst und sein Konvent den für den mildesten Wohltäter, Zitat, im Gebet, Zitat, ewig erinnerlich sein und geistliche Werke ihm zuwenden und die Fürbitte der Ordensheiligen
für ihn anrufen wolle. In gleicher Weise suchte er beim Eichstätter Bischof und Fürsten um eine, Zitat, gnädigste Lizenz zum Kollektieren in seiner Diözese und Hochstift an. Der schon an das Dach aufsteigende Kirchenbau hat, Zitat, unsere eigenen Mittel gänzlich ermangeln lassen. Als Dank wehrte der Konvent eine Novene zum heiligen Antonius von Padua für ihn abhalten. Eine ähnliche, untertänigste Bitte und Supplikation richtete der Guardian an den Deutschen Orden, mit dessen Haus in Oettingen man in einer fruchtbaren Beziehung stand. In diesem Jahr 1718 wurde Karl Heinrich von Hornstein zum mächtigen Landkomtur der weit verzweigten Wallei Franken erwählt. Dieser ausgewiesene Baulöwe barockisierte in seiner langen Regierungszeit bis 1745 die gesamte Provinz Franken, vor allem im Kirchen- und Schlösserbau. Sein Sitz in Ellwangen zeigt seine großzügige Handschrift noch heute. Aus seiner Zeit als Komtur zu Oettingen 1705 bis 13 konnte er den Maihinger Konventbau und dann den Anfang der Klosterkirche verfolgen und von der Kapfenburg aus, seiner nächsten Stelle als Komtur, den Fortgang betrachten. Deshalb war die Anfrage an ihn sehr wohl begründet. Hornstein möge also mit einer beliebigen und gnädigen Beisteuer zu Hilfe kommen, damit man den angefangenen Kirchenbau fortsetzen und in die Perfektion bringen könne. Unser tägliches Messopfer, schreibt der Guardian, und Gebet sollen für eine lange und friedliche Regierung aufgeopfert werden. Dieser Wunsch gedieh beim Landkomtur zum Besten, denn er regierte 27 erfolgreiche Jahre in der Provinz Franken. In einem weiteren Bittschreiben an den Patronatsherrn Graf Josef Anton von Wallerstein 1679 bis 38 verteidigt der Guardian den aufwendigen Neubau ausdrücklich wegen des schlecht gelegten Fundaments, sodass die Kirchenmauern auseinanderwichen und außerdem der Dachstuhl ganz verfault sei. Der Neubau sei inzwischen aber völlig ausgewölbt, sodass man das Dach aufsetzen könne. Die eigenen geringen Mittel könnten weitere Fortschritte nur mit der Hilfe von Guttätern erreichen. Die tatkräftige Unterstützung des Patronatsherrn, dessen Vorfahren 1722 die Begründer des heutigen Klosters waren, möge weiterhin den Bau fördern. Jetzt gehe es aber auch schon um die Innenausstattung der Kirche und besonders um den Hoch- oder Choraltar, damit bald die Weihe stattfinden könne. Der von dem genannten Grafen gestiftete Altar wurde zwar erst 1721 fertiggestellt, sollte aber schon 1719 die Weihe erhalten. Schließlich wandte sich der Guardian an die hochgelehrten Herren vom Magistrat der Reichsstadt Dinkelsbühl und klagte ihnen, dass die Kirche ohne christliche Beihilfe unmöglich Vollendung finden könne. Konkret hat er um Bauholz gebeten, wo wir, Zitat, den größten Mangel haben, sie aber Abundanz hätten, also Überfluss. Offenbar war in den Gehölzen des Klosters wenig günstiges Bauholz zu finden. Als Dank bietet der Guardian das Gebet des Konvents an, die Gabe, über die er in reichem Maß verfügte. Wir kennen zwar die Erfolge der einzelnen Bittschrift nicht, dürfen aber angesichts der damaligen wirtschaftlichen Hochkonjunktur und der kriegsarmen Jahrzehnte mit guten Erfolgen rechnen. Und schließlich zeigt der Abschluss wichtiger Teile des Kirchenbaus, dass der Appell aus dem Bettelkloster nicht ungehört verhallt ist. Trotz mancher Hoffnung auf besondere Zuwendungen mussten die alle 3 Jahre wechselnden Guardiane die Einkünfte, die ihrem Kloster erwartungsgemäß zufielen, genau kalkulieren.
Dazu gehörten die Einkünfte von Votivmessen, die eine Reihe betuchter Personen im Laufe der Zeit gestiftet hatten. So hatte zum Beispiel der ehemalige Oettinger Rat Michael Eckart 1713 eine reiche Spende von 500 Gulden gegeben und mit einer wöchentlichen Messe am privilegierten Antonius oder am Marienaltar verbunden. Ebenso wurden auch die noch aus der Birgittenzeit stammenden und dotierten Votivmessen gefeiert. Das Kloster erzielte außerdem als eine Art Darlehenskasse durch den Geldverleih zu normalerweise 5% Zins ein zusätzliches Einkommen. Eine weitere Einnahmequelle aus geistlichen Verrichtungen ist noch erwähnenswert, nämlich der Einsatz in verschiedenen Pfarreien in Klosternähe. In Marktoffingen erhielt das Kloster für die Abhaltung der Frühmesse seit 1674 bis über 1719 hinaus jährlich 60 Gulden und für die beiden Frühmessen in Geislingen und Unterwilflingen je 37,5 Gulden pro Jahr. Bei aller Besorgnis über die Finanzierung der Kirche blieb man offenbar guten Mutes, denn im Protokollbuch liest man keine sorgenvollen Äußerungen der Guardiane vor und nach dem Beginn des Kirchenbaus. Vielmehr scheinen die laufenden Einnahmen den Kosten gewachsen gewesen zu sein. Eine dauerhafte Einnahme sollte allerdings mit dem Aufzug des Pfarrers Dr. Philipp Anton Vanosi am 1. Februar 1719 wegfallen, nämlich die Einkünfte aus der Pfarrei Maihingen. Sie konnte nach der Schlacht bei Mörtlingen am 5. 6. September 1634 wieder zum katholischen Glauben zurückkehren und wurde von da an von Patres aus dem Kloster betreut. Man hätte diese Stelle noch gern länger behalten, besonders nachdem noch 1718 ein Pater auf weitere 6 Jahre für die Pfarrei bestellt worden war. Die unerwartete Änderung begründete man in Augsburg damit, dass die Maihinger, Zitat, einen weltlichen Pfarrer haben wollten. Das sei aber nicht wegen eines unangemessenen Verhaltens von Seiten des Klosters erfolgt. Vielmehr habe es sein Wirken im Dorf sehr gut geleistet. Das war ein Zitat. Vermutlich aber hatten die Mönche strengere Anforderungen an das religiöse Leben gestellt als sogenannte Weltgeistliche, die mit dem Alltag der einfachen Menschen besser vertraut waren. Von 1718 bis zum Weihetermin blieb noch viel zu tun. Man denke nur an den gewaltigen Dachstuhl und den riesigen Innenraum, der zu verputzen und dessen Boden auszurichten und zu pflastern war. Schließlich waren die Wände und die Decke mit Band- und Laubwerkformen zu stuckieren, wie hier auf dem Foto zu sehen, eine künstlerische Arbeit, an der Buchmüller mit seinen Leuten gescheitert war und durch andere Stuckateure ersetzt wurde. Die noch erhaltenen Zierbänder auf weinrotem Grund halten einem Vergleich mit den Werken der berühmten Wessobrunner Künstler nicht stand. Zudem wurde ein Teil davon allmählich schadhaft und fiel sogar ganz ab, sodass man ihn 1752 von der Decke abschlug und sie von Martin Speer aus Regensburg, der mit dem dortigen Franziskanerkonvent bekannt war, großflächig bemalen ließ. Obwohl die Arbeiten offenbar gut vorankamen, kann bis Anfang 1719 keine Rede von einem Abschluss sein. Um einen Weihetermin bemühte man sich aber trotzdem schon, als man einen passablen Zustand erwarten durfte. Denn bei der ausgedehnten Diözese und nur einem einzigen Weihbischof bedurfte es einer langen Vorlaufzeit. Und es gab wirklich gute Gründe, die Weihe so früh wie nur möglich anzumelden, war aber auf den Augsburger Reisekalender angewiesen. Und derer gab schließlich den 25. Juni 1719
einem Sonntag. Der Guardian war bestrebt, für die Weihe dem Bischof eine möglichst weit fortgeschrittene Kirche zu präsentieren und drängte deshalb bei den Arbeiten aufs Tempo. Erst mit der Weihe einer Kirche konnten die Gläubigen wieder zu Gottesdiensten eingeladen werden. Und das war ein großer Wunsch der Mönche. Zu den zahlreichen Marien- und Ordensfesten strömten an einem einzigen Tag oft über 1000 Menschen von weit her zum Kloster Meiningen. Man darf nicht vergessen, dass die Opfergaben für die Finanzierung des Kirchenbaus eine wichtige Grundlage darstellten. Wahrscheinlich sahen viele von ihnen aber gleichsam ihr besonderes Gotteshaus neu erstehen und halfen daher mit ihren Mitteln. Wichtig erschienen die Ordensheiligen in den Wandpfeilernischen. Dort sollten 14 Selige und Heilige aus dem seraphischen Orden gleichsam als Repräsentanten seiner bedeutenden Stellung in der katholischen Kirche Platz finden. Der Bildhauer Kilian Staufer aus dem Umfeld des Würzburger Minoritenklosters hatte vernommen, dass die Herren von Nördlingen in ihren Wäldern bei Rauchstetten so schöne Forrenbäume als Rotkiefern hätten, wie wir in keinem anderen unserer Hölzer. Deshalb hätte der Künstler gern einen davon, das Kloster würde ihn natürlich bezahlen. Über Zwischenstufen gelangte nun sein Wunsch bis zum Rat der Stadt und dieser händigte dem Künstler tatsächlich den Baum aus, und zwar umsonst. Offenbar ließ sich dieses Holz bestens bearbeiten, sodass Kilian um weitere Forderungen anfragte, die das Kloster aber wirklich bezahlen wollte. Doch die protestantische Reichsstadt schenkte in einem großzügigen Akt auch diese Bäume dem Kloster. Eine solche ökumenische Tat wird auch durch den Hinweis des Protokollanten nicht geschmälert, wenn er feststellt, dass das Kloster ebenfalls schon einiges an Freundlichkeiten der Stadt erwiesen hat. Eine weitere Voraussetzung für die Weihe waren 12 gemalte Stellen für die künftige Salbung an den Wandpfeilern, im Chorraum und im Langhaus. Sie stellten oder sollten die 12 Apostel als Säulen der Kirche symbolisieren. Erst Anfang Juni malte Ignaz Brenner aus Wallerstein auf die inzwischen verputzten und gestrichenen Wände für 1,5 Gulden diese Zeichen. Ein Glaser verschloss gleichzeitig die letzten Fenster, wozu noch 18 Pfund Blei und für 21 Gulden bereitzustellen waren. Mit 12,5 Gulden sorgte man für genügend Wachs und Kerzen. Mit Hochdruck wurde an den Altären gearbeitet. Da war wiederum der Schreiner Melchior Hochstein aus Marktoffingen, übrigens der, der die dortige Windmühle geschaffen hat, tätig. Die beiden großen Seitenaltäre zu Ehren der Ordenspatrone Franziskus und Antonius wurden zwar fest fertiggestellt, hatten aber noch nicht ihre Fassung erhalten. Diese erfolgte erst 1721 mit Unterstützung des Grafen Kraft Anton Wilhelm von Baldern für den Franziskusaltar und der des Grafen Anton Karl von Oettingen-Wallerstein für den Antoniusaltar. Letzterer erhielt die Auszeichnung eines privilegierten Altares, wie es sie zumeist in Klosterkirchen gab, und zwar bereits am Silvestertag 1718. Diese Gnadengabe zur Erlösung der armen Seelen aus dem Fegefeuer zog viele Gläubige an, die für ihre Verstorbenen und für sich selbst Motivmessen stifteten. Auch der Marienaltar, den Abt Amandus von Meresheim 1721 fassen ließ, war bei der Weihe weitgehend fertig. Die dortigen Messen waren wegen seiner besonderen Auszeichnung als Gnadenaltar ebenfalls sehr geschätzt. Wie weit die übrigen Altäre bis
Ende Juni 1719 gediehen waren, ist nicht notiert. Die Altarbilder dürften ebenso wenig fertig gewesen sein. Der bürgerliche Maler Jörg Franz Micha aus Würzburg, der das Auszugsbild Mariä Himmelfahrt gemalt hat, erhielt nämlich erst im November 1719 einen Lohn von 190 Gulden. Nicht zuletzt ging es um den Fußboden im Kirchenraum. Erst im Januar 1719 wurde ein Kontrakt mit dem Bürgermeister und Kronenwirt zu Obermögersheim bei Wassertrüdingen über die Lieferung von Pflastersteinen und Jurakalkplatten geschlossen. Und zwar über rund 900 große und 1360 kleine geschliffene Platten und 4630 raue Steine, die insgesamt 418 Gulden kosten sollten. Ob die Pflasterung bis zum Weihetag schon beendet war, ist nicht notiert. Der vordere Teil mit dem Chorraum dürfte aber wohl geschlossen gewesen sein. Für den anstehenden Festtag wünschten wir uns gern eine Übersicht über die persönlich eingeladenen Ehrengäste, suchen aber in den Akten vergeblich danach. Vermutlich lag das nicht zuletzt an der Unsicherheit mit den Terminen des Weihbischofs, der er erst im Januar geweiht worden war. So wurde selbst Graf Karl Anton erst per Schreiben vom 20. Juni förmlich eingeladen, als, Zitat, unsere hochgräfliche Exzellenz, unser gnädigster Schutzherr und Stifter. Der Guardian scheint aber schon geahnt zu haben, dass der Graf wegen gesundheitlicher Probleme nicht kommen könne und fügte deshalb an, er wolle Gott, Zitat, eifrigst für fernere Gesundheit bitten. Von einer schriftlichen Einladung an den Mainger Pfarrer Vanosi lesen wir auch nichts. Es ist ja ohnehin bezüglich des großen Ereignisses eine auffällige Zurückhaltung des Guardians festzustellen. Denn nicht einmal die Äbte von Mönchsdeggingen und Neresheim, mit denen eine dauerhafte Verbindung blühte, sind erwähnt und waren wohl auch bei der Weihe kaum anwesend. Nun endlich zum Weihetag am 25. Juni. Der Weihbischof Johann Jakob von Meyer wurde in einer mehrtägigen Reise mit drei Pferden in Augsburg abgeholt und zunächst nach Laub bei Wembing gebracht. Dort vollzog er am Johannistag die Weihe der neuen Pfarrkirche St. Margareta. Am selben Abend kam er ganz müd am Mainger Kloster an und wurde am äußeren Tor von der Familie des Konvents in Empfang genommen. Zitat, wir seien ihm bis zum äußeren Tor entgegengegangen, haben ihn unter Läutung der Glocken in die Kirche mit den üblichen Zeremonien eingeführt. Auch ohne moderne Medien hatte sich das kommende große Ereignis schnell in der ganzen Region verbreitet. Denn sicherlich wiesen viele Pfarrer von der Kanzel herab auf dieses Ereignis hin. So machten sich nun um die 10.000 Menschen zur Kirchenweihe auf den Weg zum Meihinger Kloster. Die ausgedehnten Zeremonien dauerten von 8 bis 12 Uhr. In dem feierlichen Hochamt assistierten die Mönche dem Weihbischof als Leviten oder Ministranten. Die Orgel, die 1662 noch zinnerne Pfeifen erhalten hatte, spielte mit ihren 12 Registern und ließ die süddeutschen Meister des Orgelspiels erklingen. Dazu gehörten eventuell Johann Kaspar Kerl, Georg Muffat, Franz Xaver Murschhauser und Johann Späth, die alle um diese Zeit lebten und komponierten. Die Mönche sangen möglicherweise bereits im neuen, dem heutigen Chorgestühl, den wunderbaren gregorianischen Choral. Und das dicht gedrängte
festlich gekleidete Volk stimmte in bekannte Lieder ein und hörte seit langem wieder einen Bischof predigen. Ob es die Kanzel war, die wir heute kennen, wissen wir nicht, aber ich nehme an, dass sie damals auch noch nicht fertiggestellt war. Und das dicht gedrängte, festlich gekleidete Volk stimmte in bekannte Lieder ein und hörte seit langem wieder einen Bischof predigen. Nehmen wir noch einen sonnig-warmigen Tag an, dann war das Fest für den Orden der tätigen Volksseelsorge und besonders für den katholischen Teil der Grafschaft ein vollkommener Festtag. Hoffen wir zum Abschluss noch, dass auch die Opferkörbchen gut gefüllt waren. Gern wüssten wir allerdings mehr Einzelheiten von der Festivität aus der Feder eines Augenzeugen. Ein solcher hätte uns davon in Kenntnis gesetzt, dass die neue Kirche der Mutter Gottes geweiht war. Zunächst konsekrierte der Weihbischof den Hochaltar zurück und verband die Weihe mit dem Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Dann weihte er den Marienaltar in Verbindung mit dem Geheimnis der unbefleckten Empfängnis Marie, das am 8. Dezember gefeiert wird. Das Patrozinium der Klosterkirche wird allerdings am 15. August begangen, dem Tag von Marie Himmelfahrt. Hinsichtlich des Marienaltars gebraucht der Schreiber die damals wohl übliche Titulierung Altar der mirakulosen Mutter Gottes mit dem Attribut wunderbare oder wundertätige Mutter Gottes wird gerade dieser Altar, dessen Vorgänger der Gnadenaltar der alten Kirche war, hervorgehoben. Die edle spätgotische Madonna datiert aber nicht aus der Anfangszeit der Wallfahrt, sondern wurde erst um 1510 geschaffen. Ein originales Gnadenbild ist nicht mehr vorhanden. Neben der Kirchenweihe zog die Chance, das Sakrament der Firmung empfangen zu können, die Gläubigen nach Meihingen zum Bischof. Jetzt also ein ganz anderes Thema, das aber am selben Tag eine ganz bedeutende Rolle gespielt hat. Dieses Fest, also der Firmung, überlagerte, zumindest im Protokollbuch, die Kirchenweihe. Der Guardian berichtet nichts, das ist schon seltsam, über die Zeremonie der Kirchenweihe, denn schließlich waren sie allgemeiner Natur und insofern für ihn verständlich. Ausführlich wendet er sich dagegen dem brennenden Thema der Firmung zu, deren Spendung nun den Rest des Tages bestimmte. Denn hierzulande war seit rund 20 Jahren nicht mehr gefirmt worden, während dieses Sakrament gleichzeitig ein hohes Ansehen in der Heilserwartung der Gläubigen genoss. So war es kein Wunder, dass die Leute die Chance ergreifen wollten, endlich dieses Sakrament empfangen zu können. Nach dem Ende der Weihezeremonie am Mittag zeigte sich, dass, Zitat, eine ungemeine Menge Volkes sich bei uns versammelte, Zitat, welche alle wollten gefirmet werden. Unsere Gäste konnten wir nicht zählen, die in dem Konvent zu Speisen kommen waren, wovon etlich versorgt wurden, die anderen aber anderswo in dem Kloster sich aufhielten. Diese mussten ohne Essen Vorlieb nehmen, weil man vor gar zu großem Gedräng weder aus- noch eingehen konnte. Dazwischen berichtete der Guardia noch eine hübsche Episode, die sich beim Mittagsmahl mit dem Weihbischof zutrug. Der Pater Sigismund Markgraf trug nämlich, Zitat, eine sehr zierliche Oration ex cathedra vor, also eine Stegreifrede, über welche sich nicht allein alle Gäste admiriert, also verwundert haben, sondern besonders der Bischof,
der diese geistreiche Rede auf Papier mitnehmen wollte. Man saß gerade noch bei Tisch, als von Oettingen der Oberamtmann Rieger und der Jesuit Damian, den Sohn des Spielberger Grafen namens Anton, vorstellten, der unbedingt gefirmt werden sollte, obwohl er erst 7 Jahre alt war. Aber in Anbetracht der seltenen Firmungen wollte sein Vater rechtzeitig für ihn sorgen. Nach dem Essen nun hatte der Weihbischof die Aufgabe, den versammelten Gläubigen das Sakrament der Firmung zu spenden. Und er bemühte sich auch. Aber so oft er angefangen, haben die Leute dergestalten gedruckt, dass er ohne Schaden davon zu kommen die größte Not gehabt hat. Hat also 4-mal an verschiedenen Orten des Klosters angefangen, hat aber alle Zeit wiederum aufhören müssen. Irgendwo war den Leuten nämlich zu Ohren gekommen, dass der Bischof andern Tags schon wieder abreisen wollte. Und weil sie nicht glaubten, dass so viele 1000 Menschen gefirmt werden könnten, Zitat, nahmen sie kein Kommando an, ließen sich nicht regieren, sondern wollte ein jeder der Erste sein. Das spürte auch der Guardian und vermeinte, dass die Firmspendung wohl bis in die Nacht hinein andauern könnte. Und schickte deshalb einen schnellen Boten zum Dekan nach Wallerstein, dass der ihm Essenshilfe zur Versorgung der zahllosen Menschen überbringen lasse. Der jedoch lehnte rundweg ab. Die Leute verweilten jedoch trotz Hungers wohl noch bis in die Nacht hinein. Der Bischof aber reiste tatsächlich am Montag in aller Früh ab. Es sei 4 Uhr morgens gewesen, als angeblich schon wieder mehr als 4000 Menschen auf die Firmung warteten, die also vergebens zum Kloster gekommen waren. Wir können die Abreise des Weihbischofs nur verstehen, wenn wir von dem terminlichen Druck erfahren, dem er sich im Hinblick auf den nächsten Zielort, Schwäbisch Gmünd, ausgesetzt sah. Der Guardian musste also die Kutsche mit 2 Pferden einspannen lassen und den hohen Gast auch begleiten. Nicht ohne Murren hält er unterwegs fest, dass dieser in Aalen auch noch, Zitat, auf unsere Bezahlung gespeist hat. Hier wurden zwar die Mainger Pferde mit solchen aus Gmünd gewechselt, aber der Guardian selbst musste bis Gmünd mitreisen. Dort kehrte er mit dem Weihbischof für 4 Tage im Konvent der Minderbrüder ein, wo er direkt vor seiner Mainger Zeit 3 Jahre lang Guardian gewesen war. Er war es gewesen, der die ruinös gewordene Klosterkirche hatte erweitern lassen, und nun sollte der Neubau, wie Meiningen, seine Weihe empfangen. Das also war der Hauptgrund für die zunächst unverständliche Abreise des Bischofs. Übrigens lohnt diese Franziskanerkirche in Schwäbisch Gmünd ihren Besuch. Die Weihe von Klosterkirche und 3 Altären stellte, wie zu sehen war, nur eine Episode im weiteren Bau und der Ausstattung des Innenraums dar. Ja, wie bei den anderen Kirchenbauten des Barock hielt die Ausstattung bis zum Ende des Rokoko an, denn der Bauherr musste sich bei den ständigen Kosten nach den finanziellen Möglichkeiten des Klosters richten. Eine Klosterkirche sollte aber für die gläubigen Besucher gleichsam einen Himmel auf Erden darstellen und eine Stätte des frohen Glaubens sein, wo das schlichte und von vielen Sorgen geplagte Leben der einfachen Leute eine feierliche Überhöhung finden könnte. Dem diente beispielsweise das 1723 eingebaute Heilige Grab zur besonderen Verehrung des ruhenden Christus, in hohem Maße auch die 1737 bis 1741 geschaffene Orgel,
von Michael Baumeister aus Eichstätt. Sie wurde übrigens vor 30 Jahren inzwischen restauriert und stellt einen begehrten Ort für das historische Orgelspiel dar. Damals hielt das Rokoko seinen Einzug an allen Altären und ergänzte die Umlaufgalerie. Die 1752 entstandenen großflächigen Gemälde des Regensburger Künstlers Martin Speer vertieften die Aussagekraft der Kirche, indem sie die Gottesmutter verherrlichen, den Ordensgründer St. Franziskus und den anderen großen Ordensheiligen, nämlich St. Antonius, ehren und Altes und Neues Testament dem Leben und Wirken dieser großen Heiligen an die Seite stellen. Dem 1753 selig gesprochenen Josef von Copertino aus dem Orden der Minoriten wurde im selben Jahr ein 10-teiliger Gemäldezyklus gewidmet. Und endlich wurde 1763, in diesem Blick haben wir, ein neuer Hochaltar vor die barocke Kulisse gesetzt. Damit fanden Neubau und Ausstattung ein würdiges Ende. Und zum Abschluss noch eine kleine Empfehlung. Auch die schönste Kirche darf nicht auf ihre Geschichte und auf Kunstwerke reduziert werden. Vielleicht gehen Sie selbst einmal nach Meiningen und lassen in dieser Kirche Ihre Seele atmen. Und Sie werden die Stille dieses erhabenen Raumes gläubig und hoffnungsvoll erleben. Ebenso eben wie die gläubigen Christen vor 300 Jahren. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören ganz herzlich. Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören, für Ihr Dabeisein, wünsche Ihnen allen einen guten Abend und bis zum nächsten Mal.